Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, im letzten Part, das ist schon ein bisschen was her. Dank der E3 und so, ja, hatte ich zwar noch ein paar Folgen übrig, aber jetzt wird's schon schwierig. Ich glaube, wir waren an einer Blutschmiede, richtig? Genau, da geht's zur Blutschmiede. Genau, hier oben die beiden Sachen wollten wir machen, wenn ich mich noch recht erinnere. Einmal Belagerungsdingsbums. Hä? Das ist doch nicht die Blutschmiede. Ich habe irgendwas von der Blutschmiede im Kopf, aber okay. Egal, wir gehen auf jeden Fall da hoch. Hallo? Zum Glück ist das Wasser nicht so tief. Und um reinzukommen, hauen wir hier erstmal den einen drüber. Irgend so ein Tiger. Bam! Draufkloppen. Sehr schön. Ich brauche diesen Sound, um wieder ins Star Wars Universum einzutauchen. So, gegen die will ich jetzt aber nicht kämpfen. Wir wollen vor allem hier schneller vorankommen. Und richtig laufen. Ah, wir sollten auf dem Pfad bleiben. Nicht unbedingt von denen angegriffen werden, aber zumindest so in diese Richtung, ja. Ah, an denen kommen wir wahrscheinlich vorbei. Aber an den Kollegen hier kommen wir leider nicht vorbei. Das sind diese bekloppten Killik-Viecher. So, dann schnappen wir uns den hier noch. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, warum. Ich frag gleich. Moment, ich mach den erstmal hier weg. Man hat immer noch einer. Habe ich dich nicht umgebracht? So, wenn ich kämpfe, ja, hier ist meine Maus. Wenn ich kämpfe, ist manchmal hier auf der 6 diese Fähigkeit so komisch am Leuchten. Und ich habe keinen Schimmer, woran das liegt. Vielleicht weiß das ja jemand. Der kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe keinen Schimmer, woran es liegt. So, was machen wir zuerst? Belagerungsmentalität oder Ulgos Geheimnis? Ich glaube, wir machen diese Belagerungsmentalität zuerst. Da müssen wir aber erstmal an diesem Haufen noch vorbei. Ja, du sollst da angreifen. Da, jetzt blinkt das hier wieder so. Seht ihr das? Diese Umrandung. Was hat das zu bedeuten? So. Ist das dann irgendwie noch ein bisschen stärker? Ist das gepusht oder was ist das? So. Oh, boah, ey, wir müssen hier echt gegen die alle kämpfen. Das ist ja voll nervig. Ja, die kleinen Biester hier, die halten zum Glück nicht so viel aus. Keine Sorge. Was denn für eine Sorge? Ich mache mir gar keine Sorgen. So. Okay, was auch immer das ist, können wir nicht tragen, aber können wir verkaufen. So, was machen wir hier eigentlich? Durchsuche das Mensaf-Militärlabor, okay. Das ist hier, da müssen wir gegen den Haufen da nicht auch noch kämpfen. Yeah. Genau hier wollte ich rein. Killig Wächter. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Habe ich den nicht gerade gekillt? Komisch. Ach so, da kommen noch mehr raus. Okay. Ich verstehe. Diese
Diese Larve muss aber auch weg hier. Gut. Müssen wir das jetzt zerstören? Nee. Na? Nee, müssen wir nicht. Panzersoldat. Ja, oh ja, der hält ein bisschen mehr aus. Wow. Da müssen wir unsere Fähigkeiten alle einsetzen. Wenigstens ist er so freundlich, was liegen zu lassen. Okay. Yeah. Wir sind eingefroren. Schutzlos ausgeliefert sind sie uns. Widerliche Killing-Biester, ey. So, was ist mit dir? Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal wieder so einen Ausbilder aufsuchen. Weil irgendwie würde ich mal gerne noch ein paar Attacken lernen. Und wir sind jetzt auch, als wäre es gewollt gewesen, auf Stufe 39 aufgestiegen. Auch wenn wir hier nur Stufe 34 sind in dem Gebiet. Die sind uns egal. Weiter gegen... Müssen wir gegen die? Ah, ich befürchte ja. Oh Mann, ey. Warum wirft er mich immer zurück? So. Da hinten. Zack. Oh, diese Panzersoldaten sind echt nervig. So. Der hat ein bisschen was liegen lassen, das ist sehr gut. Mal schauen hier, was uns hier erwartet. Die nächsten Gegner, alles klar. Ah, da müssen wir durch. Das ist sehr schön. So, hauen wir direkt mal auf die Kacke. Oh, wir sind etwas langsam geworden, schade. Oh, die halten so viel aus, ey. Aua. Sehr schön. Oh, hier. Können wir sogar machen. Ah, ein bisschen Angriffskraft verlieren wir dadurch. Aber der Rest geht hoch. Nehmen wir mit und... nee. Wo ist unser Inventar? Wenn... Ja. Da, wieder taufrisch. Sehr schön. Jetzt sehen wir auch ein bisschen anders aus. Hast du so lange gebraucht? Wie unhöflich. Wir sehen ziemlich cool aus, aber er will uns gleich hier köpfen. Man sagte mir, dass ein Sith euch in einem Duell getötet hat. Wieso lauft ihr hier immer noch herum? Versuche nicht so enttäuscht zu klingen. Ihr habt schon besser ausgesehen, Meister. Ist alles in Ordnung? Ich habe auch schon schlechter ausgesehen, Kira. Mir geht es gut. Der verdammte Sith hat mich fast umgebracht. Aber anders hätte ich Dr. Pavux nicht retten können. Der Feind hat uns hier zurückgelassen als Futter für die Killiks.
Es muss ziemlich hart gewesen sein, diesen Killik-Anführer zu erledigen. Das Ding war riesig. Hä? Was für ein Anführer? Anführer. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Meister. Der große Killik, der die anderen angeführt hat. Hast du ihn nicht gesehen? Ich befürchte, der kommt jetzt. Wenn das Ding uns frisst, bist du gefeuert. Meister August ist ja richtig lustig. Ach schade, ich wollte eigentlich noch auf die losspringen. Oh, jetzt ist aber hier eine Menge los, wenn Meister August noch dabei ist. Meine Güte. Scheiße, wie viel halten die aus? Erstmal ein bisschen pushen, ja. So, langsam aber sicher verabschieden die sich hier. Er oder was? Oh shit. Komm schon, Meister Orbe, zeig mal, was du kannst. Huh. War das dieses Riesending? Ich denke schon. Alles in Ordnung, Doktor? Macht euch um mich keine Sorgen. Das Todessiegel ist in der Hand des Feindes. Ihr müsst Count Alde warnen. Der Count wurde gerade durch das Todessiegel getötet. Die Zielvorrichtung wurde in den Palast Organa gebracht. Hast du eine Frau getroffen, die sich Elena Haag nennt? Ich denke schon, oder? Ich erinnere mich nicht daran. Als der Count starb, versuchten seine Wachen, mich zu verhaften. Sie hat sich für mich ergeben, damit ich hierher kommen konnte. Das war ein Trick. Sie wollte nie eine Gefangene werden. Elena ist eine Spionin. Sie hat den Sith geholfen, das Todessiegel zu stehlen. Und jetzt markiert sie potenzielle Opfer damit. Mittlerweile kann sie schon Dutzende markiert haben. Der Laser kann sie jederzeit töten, egal wo sie sind. Nicht, wenn wir die Energie abschneiden. Der Laser ist immer noch mit dem örtlichen Energienetz verbunden, oder? Er wird von mehreren Energiestationen versorgt. Wenn sie deaktiviert würden, wäre der Laser zumindest zeitweise außer Gefecht gesetzt. Klingt doch gut. Es muss doch irgendwo einen Computer geben, der den Laser steuert. Können wir ihn nicht einfach abschalten? Der Sith hat alles mitgenommen. Wir müssen das auf die harte Tour erledigen. Ich bringe Dr. Pavuks in Sicherheit. Du deaktivierst die Energiestationen des Lasers. Ich habe die Koordinaten aller Stationen. Deaktiviert sie in der beschriebenen Reihenfolge. Keine darf mehr funktionieren. Wir begeben uns zum nächsten republikfreundlichen Lager. Wir treffen uns dort. Möge die Macht mit dir sein. Ja toll, die Drecksarbeit bleibt wieder an uns hängen. Das war ja klar. Hier drin ist es auf jeden Fall nicht. Was ist denn, wenn wir hier entlang gehen? Gibt's da irgendwas? Vielleicht entdecken wir ja hier was. Ernsthaft, hier ist einfach gar nichts. Also, wieso? Warum machen die das? Warum ist da nicht irgendwas Kleines versteckt? So macht doch das Erkunden keinen Spaß. Jetzt müssen wir hier durch die ganze Basis zurückeiern. Ich hoffe, die ganzen Viecher sind tot, die wir erledigt haben. Ich habe nämlich sehr wenig Lust, nochmal gegen die anzutreten. Aber es sieht ja ganz gut aus. Naja, die haben wir ja absichtlich da gelassen, wo sie sind.
Von da, okay. Kurze Orientierungsprobleme. Und weiter im Text. So. Was ist hier? Deaktivieren. Okay, da können wir deaktivieren schon. Na gut, nicht direkt. Wir müssen erstmal die kaputt machen. Du sollst. So. Oh. Falltot oben, du Sau. Da hinten. Das heißt, wir greifen die erstmal hier an. So, erstmal die Larven weg. Oh, ich dachte, das war's schon. Da ist ja noch einer. Sieh da, der Jedi, der Tarnis auf Coruscant getötet hat. Ich würde euch davon abraten, die Energiestation meines Lasers abzuschalten. Ich brauche sie nämlich. Da draußen sind so viele Ziele, die darauf warten, vaporisiert zu werden. Wer ist als nächstes dran? Das Farmermädchen? Oder der alte Colonel? Selbst Sith ermorden nicht einfach wahllos irgendwelche Leute. Ihr überseht etwas. Stellt euch nur den Schrecken vor, der sich im Volk von Alderaan verbreitet, wenn der Tod auf sie niederregnet. Oh nein. Ich fürchte, das Farmermädchen hat es nicht geschafft. Ich frage mich, wie lange der alte Colonel noch lebt. Ich kann jeden töten, den ich möchte, und ihr könnt es nicht verhindern. Habt noch einen schönen Tag? Hat er das Farmermädchen jetzt umgebracht? Sehr schön. Ein richtig netter Kerl. Das nächste ist da gegenüberliegend. Aber wo genau? Nicht mich angreifen, nicht mich angreifen, nicht mich angreifen. Danke. Oh, leck mir am Arsch, da. Da kommen wir so nicht dran vorbei, ne? Kacke, egal. Weg mit denen. So, die waren ja noch recht human zu erledigen. Weiter? Hä, wo soll das? Ach, da hinten. Ah, okay. Ja gut, gegen die müssen wir so oder so antreten. Hä, ich hab doch den hier angeklickt, oder? Komisch. So. Du. Nee, noch nicht. Wir machen erstmal das hier fertig.
Hallo? Hallo? Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Leichte Verzögerung. Na, was ist jetzt? Ihr wollt mir unbedingt den Spaß verderben, was? Jetzt habe ich neue Energiestationen eingerichtet, an die ihr nicht herankommt. Ihr habt euch höchstens ein paar Stunden Zeit verschafft. Seid ihr jetzt stolz auf euch? Was ihr da tut, ist pervers. Selbst für einen Sith. Ich genieße nur die Freuden eines einfachen Lebens. Urteilt nicht über mich. Halt die Backen, ey. So, als nächstes müssen wir Meister Orgus davon berichten, aber das ist da unten und wir wollen erstmal nach da oben. Denn da gibt es ja noch die nächste Mission. Lalalalala. Genau, hier rein. So, jetzt sind wir drin. Aber ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir erst, was passiert. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das ist, Ulgos Geheimnis, genau. Infiltriere die Ulgo-Schmerzfabrik. Da ist die Schmerzfabrik. Ich habe Blutfabrik oder Blutspiele im Kopf gehabt. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rindjehauen. Bis zum nächsten Mal.